den Drittligisten aus Halle ging es um mehr als nur den Einzug in die nächste Runde gegen den Landesligisten aus Elster. André Meyer und sein Co-Trainer Max Bergmann setzten auf alle Stammspieler, die zur Verfügung standen, um weiter an der Konstanz der Mannschaft zu feilen. Kapitän Niedfeld musste angeschlagen erstmal auf die Bank. Dafür war Jannes Vollert nach Operation wieder auf dem Platz. Die Eintracht aus Elster startete mutig. Ein einfacher Pass in die Tiefe von Yannick Schüler. Und Engelhardt testet hier Daniel Mesenhöhler. Er ersetzt heute Felix Gebhardt, der bei der deutschen U20 im Einsatz ist. Nur wenige Augenblicke später zeigt der HFC seine Klasse. Einfaches Passspiel durch die Mitte. Geirat legt ab und Stecik mit dem 1:0 in der dritten Minute. Sein erster Pflichtspieltreffer im HFC-Dress. Der Neuzugang wird perfekt in Szene gesetzt und braucht nur noch einschieben. Der Plan von Elsters Trainer Tobias Klier, lange die Null zu halten, verpufft früh in ihrem Spiel des Jahres. 20 Minuten sind rum, der HFC drückt auf das nächste Tor. Bis hierhin wurden schon zwei Tore der Hallenser wegen Abseits zurückgepfiffen. Dann wieder Gewusel am Strafraum der Eintracht. Zimmer schied auf Dominik Stecik, das 2:0 für den Favoriten. Der 23-jährige Angreifer mit ungewöhnlich viel Platz zieht schön vorbei an Kapitän Clemens und trifft ins lange Eck. Die Eintracht zeigt aber immer wieder, dass sie hier auch gerne mitspielen will. Schüler auf Ferrigo, der verliert den Ball. Redemann nimmt den Kopf hoch mit Übersicht und überspielt die gesamte Hintermannschaft mit diesem Ball. Und Dominik Stecik alleine auf Müßigbrot. Stecik scheitert am Ende an sich selbst, verpasst seinen Hattrick. Kurzer Blick auf die Trainerbank des HFC. Zufriedenheit sieht anders aus. Kurz vor der Pause nochmal der Drittligist. Timur Geirat sieht und findet den umtriebigen Stecik. Abschluss oder Pass, egal. Tom Zimmer schied mit dem 3:0 Halbzeitstand. Stecik legt ihn etwas weit raus, bringt den Ball dann trotzdem noch rein. Und Tom Zimmerschied braucht nur noch über die Linie zu drücken. André Meyer forderte von seiner Mannschaft mehr einfache Bälle im Spielaufbau und mehr Abschlüsse, dürfte also zufrieden in die Pause gehen. Im zweiten Durchgang das gleiche und erwartbare Bild. Der HFC drückt die Eintracht hinten rein. Sie wollen sich die 1:3-Niederlage in der Liga gegen Elversberg aus den Köpfen schießen. Guter Ball von Kreuzer auf Dahmer. Dahmer an die Latte. Aber abgepfiffen. Julian Müßigbrot kann sich mal auszeichnen und bleibt dann am Boden. Er kann aber weiterspielen. Die Eintracht-Trainer Klier und Franke haben sich ein Tor gegen die Profis aus Halle gewünscht. Noch bleiben ja 20 Minuten. Und dann tatsächlich mal der Landesligist über Erik Schulz. Der sieht Yannick Schüler. Der will mit der Hacke an Redemann vorbei. Redemann vertändelt und Marc Dauter mit der Chance auf den Ehrentreffer für die Eintracht aus Elster. Der hallische FC hätte bis hierher noch weitere 3 bis 4 Tore machen können oder müssen. 10 Minuten vor dem Schluss nochmal der quirlige Geirat. Der spaziert durch den 16er und legt auf den eingewechselten Tom Bierschenk. Und der Youngster trifft sehenswert zum 4:0. Nur kurz darauf ist es wieder Timur Geirat mit dem Auge für Tom Bierschenk. Diesmal macht er's flach. Bierschenk mit dem Doppelpack und dem 5:0. Schlusspunkt. Geirat mit einer überragenden Leistung am heutigen Tag. Der hallische FC feiert einen standesgemäßen und ungefährdeten 5:0-Sieg bei Eintracht Elster und zieht souverän eine Runde weiter.